Tango, ernster Tanz, aber es schien dir nicht schwer zu fallen, so in dieser Rolle zu bleiben, oder? Wie schwer war es? Ich wollte immer ein bisschen Schauspielerei probieren. Mhm. Ja, und ich glaube, ich konnte ein bisschen ernst ausschauen. Ja, auf jeden Fall. Ist mir gelungen. Also, es ist war nicht gelungen. So leicht, aber es geht. Vielleicht hast du ja an die Jurypunkte von letzter Woche gedacht und das hat gereicht. Ja, schon. Wie war es denn, in diese Trainingswoche zu starten? Ich kann mir vorstellen, ihr trainiert so hart und dann bekommt man vielleicht nicht die Punkte, die man sich gewünscht hat. Wie startet man dann am nächsten Tag einfach neu? Wie kriegt man es aus dem Kopf? Ich glaube, das hat eine Sache der Einstellung. Man könnte natürlich sich dadurch zerstören lassen oder denken, hey, ich habe jetzt mehr Motivation, mehr reinzustecken und mehr zu trainieren. Also insofern war nicht so schlecht. Und du bist ein Optimist, von daher hast du dich für Zweiteres entschieden. Kim. Love the song. Great storyline. You really stuck through it with all your Haut und Haar. Schön getanzt. I think you could have done more with your Ausdruck, changing it a little more as you came. You kind of stayed in one Platz with your Mephisto. Also noch ein bisschen mehr Variation, was den Gesichtsausdruck betrifft. Diese Thema ist groß. But I have letzte Woche nicht gesehen, aber ich glaube, sie haben einen großen Schritt gemacht, weil das war super, super präzise. Dankeschön. Ja. Danke. Ja. Die Kim sagt mit Haut und Haar jetzt zu jemandem, der mehr Haar als Haut hat. Ja, all diejenigen, die letzte Woche das Show gesehen haben, hielten es sicherlich nicht möglich, was du heute da gezaubert hast, sage ich. Dankeschön. Mit Absicht. Das Wort Zauber, weil letzte Woche war es nur ein lieber Kerl. Und jetzt hast du schon fast so ausgeschaut wie ein Tango-Tänzer. Ja. Wow, also das Kompliment nehmen wir gerne ein mit. Ein großes Kompliment, ja. Dankeschön. Also Kompliment von Wollasch. Kim sagt, es war bestimmt ein großer Schritt. Und die Maria sagt, es war kein großer, das war ein riesiger Schritt. Es war ein Riesenschritt, wirklich. Mhm. Also nach nächster Woche hat man gedacht, da geht mehr. Du bist ein junger, dynamischer Mann. Ich sag, was du so gesagt hast. Bah, schade drum. Schade drum, was du letzte Woche gesagt. Ja, habe ich wirklich gesagt. Weil ihr zwar eigentlich alles hättet, dass man bei Dancing Stars erfolgreich ist. Ja? Aber wenn man aus dem Potenzial nichts rausholt, und da geht es auch ein bisschen an die Kathi, dann kann man den besten Tänzer nehmen haben, aber wir müssen es da auf der Fläche am Freitag sehen. Drum vergesst, wie es im Training ausschaut, vergesst, wie die Haare liegen, vergesst, wie das Outfit ist. Ihr müsst arbeiten, hackeln, okay? Machen also wir. Wirklich volles Programm. Der Tango war wow. Letzte Woche haben wir gedacht, okay, das ist, wenn da nicht schnell eine extreme Steigerung kommt, dann kann es schnell vorbei sein. Aber die Steigerung, die war heute. Wirklich da. Super. Dankeschön. Danke. Ja, wir sagen danke. Auf jeden Fall, deine Freundin, glaube ich, war sehr stolz. Ja, das nehmen wir uns noch gerne mit auf den Weg zum Andi. Omar Dankeschön. Und Kathi, Gratulation. Danke.